nächstes fahren wir nach Hermanus. Kommt doch mit! Und genau dorthin sollte es jetzt für uns gehen. Wir sind ja bereits von Kapstadt nach Betty's Bay gefahren und jetzt ging es für uns weiter 50 Kilometer nach Hermanus. Als wir angekommen sind, sind wir direkt zur Unterkunft gefahren. Ein kleines Bed and Breakfast mitten in der Stadt. Wir haben ein großes, mega gemütliches Bett gehabt, einen kleinen Wohnbereich, ein Badezimmer mit Dusche und großer Badewanne und einen großen Außenbereich, der wirklich sehr einladend war. Überall gab es kleine Sitz- und Liegemöglichkeiten und ein großer Pool. Da es wirklich sehr ruhig war, hatten wir den Außenbereich für uns alleine. Wir wollten aber erstmal Hermanus entdecken und sind raus an den Cliff Pass Trail. Der Cliff Pass Trail ist ein entspannter Wanderweg, der direkt an der Küste entlang führt. Zwischen Juni und Dezember ist es ein perfekter Spot fürs Whale Watching. Dazu laden auch viele Bänke ein, die zwischendurch an dem Trail immer wieder aufgestellt sind. Natürlich kann man aber nicht nur die Meeresbewohner beobachten, sondern auch die kleinen Landbewohner, die man zwischendurch immer wieder trifft. Aber man kann natürlich auch einfach nur die Pflanzen und die gesamte Natur beobachten und genießen. Zwischendurch ging es für uns dann auch immer wieder mal über kleinere Brücken. Wir haben einen Stopp gemacht im Restaurant, haben da einen kleinen Snack zu uns genommen, etwas getrunken und weiterhin ja, diesen schönen Ausblick genossen. Am Abend wollten wir dann aber nochmal zum Strand und haben uns da den Hearthstone Beach rausgesucht. Ein großer, breiter Sandstrand, wo ein großer Parkplatz vorhanden ist, Restaurants und WCs. Der Strand lädt nicht nur zum Spazierengehen ein, sondern natürlich auch, um in das Wasser zu springen. Hinter einem hat man dann die schönen Berge. Und diese kleinen Meeresbewohner, die Flugschnecken, haben wir dort auch getroffen. Sie werden vom Wasser angespült und vergraben sich dann wirklich blitzschnell im Sand. Wenn sie sich nicht im Sand verkriechen, dann greifen sie gerne mal andere Meeresbewohner an oder aber auch die Füße. Also beachtet, zieht gerne Wasserschuhe an. Für uns ging es dann noch weiter am Strand. Wir sind ja noch einige Kilometer weiter gegangen am Strand und haben unterwegs immer wieder Kiter getroffen. Ein perfekter Spot für die Kiter, vor allem bei diesem großen und breiten Sandstrand. Am nächsten Morgen hat uns dann dieses schöne Frühstück begrüßt und das war's dann auch schon von uns, von Hermanus, und folgt uns für weitere Reisetipps